Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier zu Black Mirror. So, wir sind jetzt hier in der Bibliothek, glaube ich. Der Anwalt ist eben abgehauen. Er wollte schlafen gehen. Das heißt, wir können uns jetzt in Ruhe selbst ein bisschen umgucken. Die Treppe konnten wir eben gar nicht benutzen, ne? Vielleicht können wir sie jetzt benutzen. Mal gucken. Das Spiel erinnert mich momentan so ein bisschen halt an diese alten Point-and-Click-Adventures. Weißt du, kennt jemand noch Dracula? Das gab es damals auf der PlayStation. Es war ungefähr genauso. Kann ich die Treppe jetzt hochgehen? Oh, das geht wirklich. Also ich finde an den So, jetzt habe ich mich gerade voll verhaspelt. Also, ich finde an den Meine Zunge hängt fest. Ich finde an den Animationen, so, müsste noch ein bisschen arbeiten und vielleicht auch noch die Übergänge ein bisschen verbessern. Aber im Grunde ist es bis jetzt gar nicht schlecht. So, mehr scheint es in der Bibliothek nicht zu geben. Dann gehen wir mal wieder raus. Dann hätten wir ja noch die große Tür da. Da rechts gleich. Ich denke, schätze mal, die führt auch in die Bibliothek, oder? Also ich finde für diesen schwarzen... Oh, wo geht's denn hier hin? Rittersaal oder sowas, ich weiß nicht. Kann ich das Licht anmachen? Nee, ne? Oh, hier gibt's viel zu bestaunen. Familienwappen. Wie alt der Gordon Clan wohl ist. Soweit ich weiß, könnte er bis zur Zeit der Römer oder noch weiter zurückgehen. Wer wirft hier mitten in der Nacht eigentlich Holz nach? Das würde ich gerne wissen. So, ich kann was nehmen. Wie, ein Stück Holz kann ich da rausnehmen? Was soll das denn? Ein Ohrring. Ich bezweifle, dass er absichtlich in die Asche geworfen wurde. Jemand muss ihn verloren haben. Okay. Die Kälte scheint den Bewohnern des Hauses nichts auszumachen. All die Feuer kämpfen einen aussichtslosen Kampf gegen die Zugluft. Ah, noch so ein Bild. Und Teil vom Foto. Im Widerspruch zu allem, was ich bislang über Großvater Edward erfahren habe, verehrt Lady Margaret ihn noch immer. Nur wieso? Ich habe meine indischen Schulfreunde gern mit Geschichten von Rittern in strahlender Rüstung erfreut. Hier haben wir noch ein Zimmer. Staubig. Es muss schwierig sein, hier alles sauber zu halten. So, mehr haben wir hier nicht. Wir haben jetzt aber einen Ohrring gefunden. Den können wir uns mal eben begutachten. Ein Ohrring. So toll sieht er jetzt nicht aus, ne? Mode ist nicht mein Fachgebiet, aber er scheint eher altmodisch gestaltet zu sein. So, hier ist noch eine Tür. Gucken wir mal, wo es da hingeht. Okay, abgeschlossen. Gut, ich glaube, mehr haben wir nicht mehr, was wir begutachten könnten hier im Haus, oder? Wo geht's hier hin? Ach, hier waren wir schon.
echt nur so ein kleiner Raum mit so einer großen Tür. Da muss doch mehr hin. Hier muss doch mehr versteckt sein. Aber nee, die Tür war verschlossen, da kann ich nichts machen. Gut, dann halt zurück. Bibliothek waren wir auch schon. So, hier Küche oder sowas. So, Schrank. Okay, geht nichts. Oh, wer sitzt denn da? Boah. Ist der Hausmeister? Ich habe Sie gar nicht gesehen. Sie haben mich ziemlich erschreckt. Okay, er spricht nicht mit jedem. Sie sind... Ich bin der, der verhindert, dass das Haus völlig zuwuchert. Mein Name ist Rory. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Ich bin David Gordon. Ey, hab gehört, dass du heute kommst. Warum sitzt er hier im Dunkeln? Ich schätze mal, er ist blind. Wieso sitzen Sie hier im Dunkeln? Für mich ist es hell genug, Junge. Ah, Ihre Augen. Verzeihung, mir war nicht klar. Ich sehe mehr als die meisten, Söhnchen. Okay, Wie lange arbeiten Sie schon für die Gordons? Ich bin schon immer Gärtner. Und ich gehe manchmal angeln. Am See ist es wunderschön. Beruhigt die Nerven. Kannten Sie meinen Vater? Ich kannte ihn, ey. Eine Schande, was Sie mit ihm gemacht haben. Wie meinen Sie das? Wer sind die? Okay, er will nicht so viel darüber reden. Ich lasse Sie dann mal zu Abend essen. Oder er geht einfach. Ein Gordon zu sein kann ein Fluch sein, Junge. Dein Vater hat das am eigenen Leib erfahren. Sieh dich vor, nicht in seine Fußstapfen zu treten. Okay. Blut. Nicht menschlich, nehme ich an. Hofft er zumindest. So, und wir nehmen das Messer. Besser auf Nummer sicher gehen. So, jetzt haben wir das Beil oder sowas. War doch ein Beil, oder? Messer, okay. Geht's irgendwo hin? Halt, öffnen. Vielleicht kann ich das noch gebrauchen. Was war denn das? Ein Draht. Mit dem Draht kann ich vielleicht die Tür öffnen oben zum Herrenzimmer. Rory ist einfach in der Dunkelheit verschwunden. Der Keller kann bis morgen warten.
Schade. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Drahtchen genommen. Hier haben wir nochmal einen Speiseaufzug, den, wo man ja selber reinpassen würde. Die Steuerung, die ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man kriegt keine wunderbaren, schönen Bewegungen damit hin. So, mit dem Draht könnte ich wahrscheinlich entweder den Schreibtisch aufschließen. Oder aber die Tür zum Herrenzimmer. Eins von beiden. Ich denke mal, ein Schreibtisch lässt sich einfacher aufschließen mit dem Draht. So. Messer verwenden oder Draht verwenden? Jetzt, oh, ich kann sogar mehrere Sachen benutzen. Nee. Gut, Draht verwenden. Das könnte ein Weilchen dauern. Ich muss es vorsichtig versuchen und... Oh, na bitte. Tada! Oh, Questprotokoll wieder aktualisiert. So, untersuchen. Oh Gott. Okay, hier haben wir ein Zahlenschloss. Das ist nicht die richtige. Da müssen wir also. Ach so, wahrscheinlich. Das hier oben sind die Zahlen, ist die eingravierte Zahl, nur was heißt das? Sind wahrscheinlich gälische Buchstaben. Ah, noch ein Fototeil. Eine Schlange, toll. Die macht gar nichts. Vater wusste, wie man den Schreibtisch öffnet. Das wird helfen. Vater wusste, wie man den Schreibtisch öffnet. Das wird helfen. Oh Mann, jetzt müssen wir hier kombinieren und so weiter, was? Also wir haben drei Dinger hier, die ergeben zusammen fünf. Also eins wird eins sein. Ich nehme an, dass die beiden da, die beiden linken Sachen sind eins. Das linke und das rechte ist ein eins. Das in der Mitte könnte drei sein. Und da bleiben. Ach, wir gucken erstmal die anderen Sachen noch an. Verehrte Lady Gordon, ich schreibe Ihnen mit größter Dringlichkeit. Ich benötige Informationen über meinen Patienten, Ihren Sohn, Mr. John Gordon. Während unserer Gespräche macht er Andeutungen über sein Verhältnis zu seinem Vater, geht aber auf Nachfrage nicht weiter darauf ein. Auf meine vorherige Bitte haben Sie nicht reagiert, deshalb schreibe ich erneut, um mit Nachdruck darauf zu bestehen, dass Sie mir die benötigten Antworten zukommen lassen. Die Genesung Ihres Sohnes hängt davon ab. Hochachtungsvoll, Dr. Lea Farber, Bethlehem Hospital, London. Welche Geheimnisse über meinen Vater verbirgt Lady Margaret? So, und die unterste? Schade. So, mehr gibt's hier nicht. So, jetzt muss ich dieses Geheimnis hier öffnen. Wir müssen mal jetzt ins Inventar gehen. Vater wusste, wie man den Schreibtisch öffnet. Das wird helfen. So, das Problem ist jetzt, wie kriegen wir das hin?
Das kann alles Mögliche sein. Ich vermute oben, dass das in der Mitte ist eine 3. Es kann nur eigentlich nur eine 3 sein. Nimm mal die Maus. So. Also 1 plus 3 plus 1. So. Das sind 5. Also ist das eine 1, das eine 3 und das auch eine 1. So. Ich müsste mir das aufschreiben wahrscheinlich. So, hier. Kommt 2 am Ende raus. Das ist die Frage, was das sein soll. Da gibt es auch keinen Anhaltspunkt irgendwie für. Es kann alles Mögliche sein. So, auf jeden Fall muss hier, das ist eine 1. Das ist echt doof. Und das hier, das ist gar nicht gegeben, das Symbol, ne? Vater wusste, wie man den Schreibtisch öffnet. Das wird helfen. Vielleicht gibt es noch mehr Notizen. Ach ja, hier haben wir noch mehr Sachen. Okay. Mein Junge, finde die Antworten in der Bibliothek. Bewahre den Schlüssel. Hier haben wir nochmal so einen kleinen Hinweis, wie wir auf Zahlen kommen. Ich muss mir das wahrscheinlich irgendwie aufschreiben, oder? Wäre gleich mal am sinnvollsten, wenn ich mir das irgendwie notiere. So, ich habe jetzt... Moment mal. Ich kann auch jetzt eben hier einen kleinen Break machen. Dann hole ich mir Zeit irgendwie Stift und Papier. Dann machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Also Leute, macht's gut, ich bin raus. Tschö.